Ich bin ja als jemand, der sich für Postwachstumsökonomie einsetzt, ein Verfechter von Deglobalisierung, von räumlichen Strukturen der Versorgung in einem Nahraum, aber nicht nur lokal in einer Kommune, sondern auch in der Region. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, Regiogelder einzuführen, um Kaufkraft und Wirtschaftskreisläufe geografisch ein Stück weit abzukoppeln, auch institutionell und auch finanziell von der globalisierten Sphäre. Und wenn wir denn schon ein Grundeinkommen hätten, fände ich es toll, wenn man das wenigstens in Regionalgeld auszahlen könnte. Das ist schon mal ein Kompromiss. Also Sie merken schon, ich ruder auch ein bisschen zurück manchmal. Man lernt ja auch was, vor allem wenn man mit solchen Experten zu tun hat. Und der zweite Vorschlag, den kennen Sie. Lange vor der Grundeinkommensdiskussion wurde das Bürgergeld diskutiert. Und da möchte ich auf Sie auch noch mal zu sprechen kommen. Wie kann man denn eine Alternative sich vorstellen, die würdevoll anerkennt, was viele Menschen in der Erziehungsarbeit, und Sie haben auch noch von sozialer Arbeit gesprochen und Beispiele gegeben, weil es hat mich auch ein bisschen betroffen gemacht, weil ich habe kein Problem damit, das anzuerkennen. Wenn es ein Bürgergeld gäbe, das eine ähnliche Höhe hat oder wie das, was sich diejenigen vorstellen, die das bedingungslose Grundeinkommen befürworten, und wenn wir die ARGE abschaffen könnten, diese Bürokratie, da haben Sie mir auch aus der Seele gesprochen, ja, und wenn wir sagen, wir definieren Region, eine Stadt wie Dresden beispielsweise, wo wir in jedem Stadtteil ein Komitee haben von Bürgerinnen und Bürgern, die die Nöte und die Kompetenzen der Menschen kennen. Und wenn dann jemand da ist, der kreative Arbeit leistet, dann glaube ich, dass in diesem Nahraum es am ehesten möglich ist, diese Anerkennung auch wirklich sofort zu geben, weil man versteht, ja, in Berlin verstehen die nicht, was sie hier machen. Wenn in einem kleineren sozialen System Menschen, eine Gruppe, die also gewählt werden, darüber befinden, wie ein bestimmtes Budget, das wir für dieses Bürgergeld hernehmen können, wie das vergeben wird, dann kann man Gespräche führen. Dann könnte man hingehen und sagen, ich hätte gern das Bürgergeld und ich habe einen Vorschlag, ich habe da eine kreative Idee, die möchte ich umsetzen und dafür möchte ich das Bürgergeld haben. Wenn in meinem Stadtteil Menschen da sind, die mich vielleicht sogar kennen, die den Stadtteil kennen, die also die Bedingungen dort auch kennen, dann könnten die demokratisch legitimiert, aber nicht bürokratisch sagen, okay, die Person sollte ein Grundeinkommen. Das nenne ich jetzt Bürgergeld bekommen. Das ist natürlich nicht bedingungslos, aber es ist auch nicht drangsalierend. Diese Idee einer dezentralen und demokratischen Vorgehensweise hätte für mich enorme Vorteile, damit solche Fälle, wie Sie sie geschildert haben, abgedämpft werden, und zwar also würdevoll. Okay. Also diese Dezentralität hört sich gut an, aber ich weiß nicht, ob wir wieder nicht ins frühe Mittelalter zurückgehen sollen, oder brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nur ins 19. Jahrhundert zurückgehen, die Einzelstaatlichkeit oder die landesfürstliche Hoheit wieder einführen. Also, ich möchte mal wissen, also es gibt ja in der Bibel eine Fallfrage. Jesus wird gefragt, ob man dem Kaiser Steuern zahlen soll. Und er wittert natürlich schon, dass sie ihn reinlegen wollen und sagt, greift mal in die Tasche und was habt ihr für ein Geld in der Tasche? Natürlich haben sie alle das, was sie nicht dürfen, nämlich das kaiserliche Geld. Wer von ihnen hat irgendein Regiogeld in der Tasche? Keiner. Das ist natürlich eine bissige Frage, ne? Ich? Ist auch eine Fangfrage. Ich kenne ein paar Tauschringe und so. Und, Tauschring ist was anderes. Ja, aber ist natürlich, das ist kein Regiogeld, aber man könnte sofort ein Regiogeld daraus machen. Nein, weil, das stimmt. Ja, genau dann, wenn also ein Ingenieur da ist, der also allen Freunden oder den Leuten, die diesem Ring angehören, die Computerarbeiten übernimmt, der also die Elektroleitungen legt und alles Mögliche, der hat ein Konto, das ist etwa vergleichbar mit den Exportüberschüssen der Bundesrepublik Deutschland. Also auf der einen Seite haben sie Leistungsbilanzüberschüsse und auf der anderen Seite kriegen sie ein paar Kuchen dazu Geburtstag dafür. Das muss doch ausgeglichen werden, wenn die Reziprozität mal irgendwie eine Bedeutung haben soll. Also, ich will nur eins sagen, wir leben in einer vernetzten Welt, in der wir doch, meine ich jedenfalls, überwiegend froh sind, dass wir einen Euro haben. Weithin. Also, da jetzt wieder zurück auf einen Tacker oder auf einen den Taler oder was weiß ich. Also da sehe ich nun gar kein Problem. Da sehe ich nun überhaupt keine Zukunft. Also ich sehe eher das Problem jetzt, wenn ich nach einem Menschenbild gefragt wurde. Es geht einmal darum, dass der Mensch durch Arbeit mehr Mensch wird.
ganz abstrakt. Das hat nichts mit noch gar nichts mit Erwerbsarbeit zu tun. Also dass Menschen, Männer oder Frauen, durch die Entfaltung ihrer Kompetenzen und durch die Entfaltung, dass sie nach ihren Interessen leben, praktisch mehr Menschen werden. Wir sind homines activi und nicht homines contemplativi. Das ist das erste Mal. Also durch Arbeit wird jeder Mensch mehr Mensch. Dass er einfach seine Fähigkeiten, sein Potenzial entfaltet. Das Wort fiel hier auf. Mit den Potenzialen, die da sind, die aber gegenwärtig gar nicht zur Entfaltung kommen. Und das ist das Erste. Zweitens, dass wir durch unsere Arbeit auch, wie auch immer, unseren Lebensunterhalt, das heißt das Überleben, gewährleisten. Und das Dritte ist, dass wir durch unsere Arbeit gesellschaftliche Anerkennung finden und die auch suchen. Dass wir genau die Arbeit machen, durch die wir gesellschaftlich anerkannt werden. Also das Holzfällen oder das Holzbearbeiten, das funktioniert nur so lange, als irgendwelche Leute uns sagen, das ist aber toll, was du da machst. Wenn also niemand da ist, der das anerkennt, hört das auf mit dieser Arbeit. Das stimmt. Also diese drei Dimensionen, finde ich, sind für die Arbeit, würde man sagen, die gehören zu einer gewissen anthropologischen Konstante. Ich höre das nicht gerne, aber es könnte sein. Nur jetzt die Frage, was ist mit der Erwerbsarbeit? Ich glaube, der größere Teil der Leute, die abhängig erwerbstätig sind, empfinden das, was sie sich unter Arbeit vorstellen, gar nicht wieder. Und woran liegt das? Weil ich bestimme gar nicht die Art und Weise meiner Arbeit. Oder nur in sehr Ausnahmefällen, wenn ich akademisch gebildet bin, dann habe ich vielleicht noch die Chance, mir das auszusuchen, was ich mag. Aber der größere Teil der Bevölkerung ist abhängig beschäftigt und muss sein Arbeitsvermögen einem fremden Willen oder einem anderen überantworten und muss sich dabei einem fremden Willen unterwerfen. Also die Machtfrage spielt natürlich bei der Erwerbsarbeit schon mal eine ganz große Rolle. Und dass wir einfach nicht souveräne Herren und Frauen unserer Arbeitsgestaltung und unserer Arbeit sind, das ist, denke ich mal, die Situation der Erwerbsarbeit. Und die ist verflochten, die ist gesellschaftlich verflochten und die ist national und global verflochten. Die Globalisierung, ja, wenn es um Transportleistungen geht, die durch einen halben Kontingent gefahren werden. Aber die Globalisierung gleichsam in eine Minimalform einer nochmal Subkommunalisierung, das kann ich mir schlecht vorstellen. Ich bin ein Freund von Regionalisierung, weil ich behaupte, dass im Gemeinschaftlichen, nenne ich es einfach mal, über Sinn und Unsinn von Dingen, über Sinn und Unsinn von Ressourcennutzung viel anders entschieden werden kann als in entfremdeten Fernbeziehungen. Also ich behaupte, dass wir eine neue Balance, wie du das immer so schön sagst, zwischen Fremdversorgung und Selbstversorgung in der Tat herstellen müssen. Das war übrigens auch eine Grundüberzeugung von André Gortz. Und deswegen hat er auch gesagt, wir brauchen weiterhin dieses Geld erstmal für diese Fremdversorgungsleistungen, Berechnungen und so weiter. Aber ich plädiere ganz deutlich dafür, für Selbstversorgungsinstitutionen, die auch mit Regiogeldern gekoppelt sind. Also er macht ein mehrstufiges Geldsystem. Ich halte das für einen wichtigen, grundlegenden Ansatz, ohne aber gleich dazu zu sagen, auch wenn es nur Regiogelder geben, beharre ich auf mein Grundeinkommen. Weil ich wiederhole es nochmal. Alles andere für mich die Aushebelung des Grundrechts auf Existenz in Teilen der Gesellschaft bedeuten würde. Egal wie ich das Geld oder diese Verteilungsform dann nenne, das ist mir vollkommen egal. Und zu der Bürgerarbeit, da bin ich skeptisch. Du hast ja auf unsere Anfrage auch zum Maximumskritischen Kongress, ne, wie könntest du dir Grundeinkommen vorstellen, geschrieben, ja, bedingt, wenn die Leute nachweisen, dass sie bestimmte, jetzt mal in Richtung Subsistenz gehen würden, Tätigkeiten irgendwie leisten. Da gebe ich mal einen Diskussionsstand in der katholischen Arbeitnehmerbewegung wieder. Die haben vor Jahren begonnen mit der Tätigkeitsgesellschaft und haben gesagt, okay, wir machen kein bedingungsloses Grundeinkommen, wir bedingen das. Genauso an bestimmte Tätigkeitsnachweise. Und wir haben mit der KAB 3 Jahre lang diskutiert, bis sie endgültig gesagt haben, Netzwerk Grundeinkommen, erstens, wir treten bei euch bei und zweitens, ihr habt recht. Diese Bedingungen zu stellen, impliziert ja immer wieder, dass sich Menschen, auch Mehrheiten, demokratisch, das Recht herausnehmen, zu bestimmen, was eine nützliche und eine unnütze Tätigkeit sei. Denn für die nützliche bekommst du ja das Bürgergeld, das ist ein Beck'schen Ansatz, also Respekt, ne? Bürgergeld, also Leistung gegen Gegenleistung, ist ja Bürgerarbeit gegen Bürgergeld und umgekehrt.
Und diese Komponente bringt einen extrem, sagen wir mal, auch gewalttätigen Ansatz herein, dass ich Mehrheiten das Recht herausnehmen könnte, Menschen das Recht auf Existenz und Teilhabe abzuerkennen, beziehungsweise zuzuerkennen. Also Bürgerarbeit dann nur, wenn unten drunter wieder das bedingungslose Grundeinkommen steht. Das ist dann die Zusatzleistung. Und zu dem Thema Allokation wurde ja schon genug gesagt. Also eine Gesellschaft, die kein Müllfahrer mehr findet, weil keiner mehr Müll wegbringen will, hat verschiedene Fähigkeiten und Möglichkeiten, mit umzugehen. Also wir setzen Sonderbonus auf die Mülltätigkeit hoch oder auf die Textilien. Also da gibt es im Grundeinkommen sowieso Erwerbseinkommen, aber die werden noch besonders honoriert. Oder die Gesellschaft verzichtet auf Müll, nämlich auf die Produktion, was mir am liebsten wäre. Das war der radikal ökologische Ansatz. Da müssen wir noch Geld für den Scheiß ausgeben. Ich sag's mal ganz platt. Oder aber schlicht und ergreifend, man entsorgt selber, sofern Müll nicht ganz verwaltbar ist. Und jetzt ganz zurück nochmal, da müssen dann die Chinesen für uns die Produktion machen. Das ist natürlich Quatsch. Wenn die Chinesen sagen, ich will nicht für eure billigen Textilien quasi noch meinen Rücken krumm machen, ne? Dann hat sich das für uns erledigt. Und wenn ich von Menschenrecht, Grundeinkommen rede ich auch von, ja, was passiert in einer Gesellschaft, wenn keiner Textilien herstellt? Entweder sie laufen alle ohne Textilien umher, oder es finden sich Leute entsprechender Fähigkeiten und sagen, mir macht das Spaß, Textilien herzustellen. Das ist doch die einfache Alternative. Und das ist doch in Ordnung so. Wenn eine Gesellschaft alle die Meinung sind, wir brauchen keine Textilien, dann gibt es keine. Okay, so ist das. Okay, herzlichen Dank. Ich möchte nochmal auf das Missverständnis, das Herr Hengstbach jetzt ein bisschen in Bezug auf Regiogeld hier in die Runde gebracht hat, noch was sagen. Noch ganz kurz, Ronald, für das war ich dir jetzt dankbar, was du gesagt hast. Das war jetzt mal ehrlich. Das kann nämlich die Konsequenz sein, dass bestimmte Dinge dann nicht mehr da sind. Aber das muss man auch immer dazu sagen, wenn man dann so einen Vorschlag macht. Und das finde ich dann in Ordnung. Also mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also die von mir vorgeschlagene Lösung, was also Versorgungssysteme, aber auch die, was vor allem die ökologische Frage anbelangt, also eine Postwachstumsökonomie, bedeutet, dass es drei Versorgungssysteme gibt, die sich ergänzen. Der Rückbau der globalisierten arbeitsteiligen Industrie ist für mich praktisch unverhandelbar. Der muss stattfinden. Und wenn wir das nicht freiwillig tun, wird Peak Oil, Peak Everything dafür sorgen, dass das eintreten wird. Deswegen ist dieses hohe Lied auf die fortschrittliche Industriegesellschaft und die Arbeitsgesellschaft und die Menschwerdung durch Arbeit, Hengstbach, etwas, worin ich nicht einstimme. Da würde ich eher den Tritonus dazu singen oder auf dem Saxophon spielen. Nichtsdestotrotz will ich die Arbeitsgesellschaft und auch die industrielle Arbeitsteilung nicht komplett abschaffen. Eine Hausnummer, die man sich gut merken kann, wäre für mich ein monetarisierter, immer noch arbeitsteiliger Bereich, etwa von der Größe der Hälfte unserer jetzigen Industrie. Wenn wir dann die damit korrespondierende Erwerbsarbeit halbwegs gerecht verteilen würden, ja, hätten alle im Durchschnitt 20 Stunden und wir könnten vielleicht noch einige in Lohn und Brot bringen, die jetzt gar keine Arbeit haben. Was dann übrig bleibt, sind 20 Stunden. Und da kommen ganz viele Dinge ins Spiel, die der Ronald Blaschke eben auch genannt hat. Da kann man Subsistenzwirtschaft betreiben. Man kann also eine ganz andere Umgangsform miteinander praktizieren, die viel zwangloser ist. Und es gibt ein drittes Element, das ist die Regionalität. Regiogelder haben niemals den Anspruch, den Euro abzuschaffen, sondern sie federn den Rückbau der eurobasierten Wirtschaft einfach ab. Und aus ökologischen Gründen ist das absolut ein Gebot der Stunde. Und ökonomisch gibt es hinreichend viele Argumente und auch empirische Belege dafür, dass das verdammt gut funktioniert. Es gibt inzwischen einige tausend dieser Projekte auf diesem Planeten. Und das ist eben, wie gesagt, genau die Ergänzung. So, und wenn wir jetzt noch eine vierte, jetzt kommt mein Friedensangebot, jetzt noch eine vierte Dimension hinzunehmen, die sich aus folgender Notwendigkeit ergibt, nämlich dass der Übergang in eine solche Dreiteiligkeit, ja, schwierig wird für manche Menschen. Und die mitzunehmen und sie nicht irgendwie stranden zu lassen oder in Würdelosigkeit. Ich wollte jetzt sowas Schönes sagen, das ist doch, wenn wir gar nicht langfallen lassen brauchen jetzt in diesem Moment. Also, um das abzufedern, könnte man vorübergehend, ja, sich als vierte Dimension vielleicht ein Grundeinkommen vorstellen. Dann bleibe ich trotzdem bei meinen Vorschlägen, dass man das durchaus auch in Regios auszahlen kann. Ich glaube, das reicht auch. Also ich finde, ich habe eine Bahncard 50, das ist eine Sauerei. Das ausgerechnet bei mir sowas immer. Okay, also ich weiß nicht mehr.